The backstage area led to Lupino's inner sanctum. The hot air inside was like an invisible wall, thick with incense and something else, a sickly sweet smell that made you gag. This was the rotten core of the Big Apple. Lupino lurked somewhere ahead, like a spider at the center of his web, waiting. The vapors in the air started to make my head swim. Torn pieces of a letter lay scattered on the sofa. I'm told. Punchinello had threatened Lupino in writing. The note had been torn to pieces, bloody fingerprints all over them. Don't want you to think that one of my boys is not playing with a full deck. Shape up, Jack. We are running a business here. I'd hate to send the trio to strong-arm you. The trio were the Don's notorious henchmen. It was obvious that Lupino hadn't been intimidated by the threat. That's kind of interesting. Lupino's notes covered the table. Jack Lupino was crazy, all right. The table was scattered with notes of demented arcane nonsense written in rusty blood. A mishmash list of demons, devils, and dark gods evoked. Beelzebub! Asmodeus! Baphomet! Lucifer! Loki! Cthulhu! Lilith! Hera! Blood given to you all. He was after that old Faustian deal. Your soul for power and fortune. Just sign in the dotted line with your blood. Lupino's notebook lay on the pedestal. Jack Lupino was crazy, all right. Mythic wolves let loose to devour the sun and the moon. Lupino is the wolf. I'm Mr. Beast. The big bad Fenris wolf. I'm the end of the world man, wearing the flesh of fallen angels. After Y2K, the end of the world had become a cliche. But who was I to talk? A brooding underdog avenger alone against an empire of evil, out to right a grave injustice. Everything was subjective. There were only personal apocalypses. Nothing is a cliche when it's happening to you. Okay, gut, dann gehen wir raus hier. Gehen wir mal raus hier. Nicht? Yep. The flesh of fallen angels! Come to me all! Astaroth, Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Saint, Cthulhu... Bitte, was? Blood to you all! Secret. Okay. Du drehst etwas durch, Junge, habe ich das Gefühl. The corruption of flesh. I'm the wolf, yeah! I am the wolf! Okay. Was soll das? Alter, du schießt dich an, du Penner. Ah ne, du schießt dich wie die Wand. Klar, wenn auf B natürlich jemand was wirft, ne? Kann ich auch gut reagieren. Warte. Wir nehmen die hier, das wird. Glaube ich, ganz schön hart werden. Ich wollte eigentlich erstmal noch ein Schmerzmittel nehmen. Und jetzt speichern. Ja, er ist der Wolf, okay. Du bist überhaupt nicht durchgeknallt. Daneben. Nein. Wir haben ein Savey. Ja, genau, aus dem Grund. Mein Speicher.
Aha. Du schießt total toll. Weil wir müssen dann nachladen. Klar. Also du bist halt ein Schnellnachlader, okay. Aber, warte. Ich will nicht immer getroffen werden. Bäm. Oh Gott, komm. Tipp. Yes. Wieder zwei weniger. Wieder ein weniger. Okay, noch jemand, der aufs Maul will oder so, ne? Frag noch. Okay, das war's wohl. Also außer der einen da oben. Wow! Alter! Wo ist der? LOL! Alter! Stimmt mich zu Tode, schreit der Penner. Du bist ein richtiger Penner. Ja, klar, ne? Es ist natürlich der eine da, der mich am Dach gehen will. Also auch. Geh die Bahn. Bist du ein blöder Bastard? Was von wo? Ach, jetzt komme ich von da, der Penner. Gibt doch nie auf, ne? Ihr gebt echt doch nie auf. So hat Rostig damit Spiel hergestellt. Nein! Ich weiß Bescheid, wie Rostig es angefangen hat. Also, wenn man das sieht und von. Aber sie konnten eins immer: spaßige Spiele. Auch damals. Noch jemand, der aufs Maul will? Nein? Da oben. Dich kümmere ich mich jetzt. Gut. Was los? Stress? Ich hab genug. Wo ist der? Okay, der wird jetzt Molotovs. Hast du die ausgeworfen oder noch nicht so? Es würde mich wundern, wie wenig ich jetzt gerade sterbe. Meine, natürlich gut, aber. Der ist tot? Ja. Ich will deinen neuen Tod, ne? I had known there'd have to be a catch in it somewhere. And this one was the Empire State Building of catches. Lupino was pumped up and dying to go 15 rounds with a mutant alligator. And then he started this spooky monkey talk, straight from a bad dream. Mine. I have tasted the flesh of fallen angels. Uh-huh. I've tasted the devil's green blood. It runs in my veins. I've seen beyond a world of skin. The architecture of blood and bone and arrow. Death is coming. She is coming, and hell follows with her. This is the twilight winter. I am ready to be her son. Her time is now, and all who stand in her way must die. You'll die! You'll die! Now! All die! Alter. Er hat nur gar nicht gespeichert. Na klar, schießt jemand mal in die Fresse. Das war doch, Entschuldigung. Nö. La 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 la. Okay, jetzt nicht weiter. Natürlich geil, wenn ich hier durch den Verrecke. Ich will das auch ausmachen, Mensch. Warum muss man immer stehen bleiben, um das auszumachen?
Oder können wir es auch irgendwie anders ausmachen? Keine Ahnung. Ich weiß, es war vielleicht jetzt nicht mal die beste Idee zu speichern, obwohl. Ja? Komm, mach mich. Aua! Aua! Aua, aua. Klar, also er schießt einmal und dann tötet er mich sofort und ich schieße ihn natürlich 3000 Mal an und er. Aber ist einfach so. Lass mich einfach in Ruhe, Junge. When Rapino finally went down, I wanted to make real sure he'd stay that way. V was a bad monster. Turned them into friggin' zombie demons from outer space. I think he's dead already. Huh? And that's when it happened. But dead or not, you've got the wrong guy. In stepped this knockout femme fatale holding a gun to my face. I returned the favor. Teil 2, ein kalter Tag in der Hölle. Lisa Punchinello. Lisa Punchinello was the Don's wife. Mona Sachs. Lisa's evil twin. Your safety's off, evil twin. You might hurt someone with that gun of yours. Lisa's the damsel in distress. I'm the professional. I'd blow you away without batting an eye. Sure, and you can check out my credentials splattered all over this joint. Jack couldn't have framed you, not the state he was in. We're after the same slime bag. Angelo Quincinello's the one who murdered your friend and framed you with it. You know this for a fact? I've got my sources. I don't have a clue these days. I just shoot them as they come. Who put a contract on the Archfiend? This one's mine. I hate the guts of that sadistic wife beater. Why not pool our bullets for this one? I thought you'd never ask. My finger was starting to twitch. How do you like your whiskey? I'm easy, as long as you don't try to slip me a Mickey. You're a real angel, Max. It was good stuff. Tasted sweet as honey going down. Nothing personal. Can't risk you going berserk and getting Lisa killed. The nightmare was always the same. Violent shapes moving in darkness, old and ugly. The killer's mad laughter was a riddle filled with wicked innuendo. Somewhere, the baby was crying. Okay, also es ist ein Albtraum. Naja, wir haben in Teil 2 der Handlung ist es jetzt, okay. Ah, genau. Hier ist nichts drin. Yeah. Was? Oh nein, ich bin zurückgelaufen. Okay, also nochmal. Ich hätte mich einfach nicht umdrehen sollen. Online Labyrinth. Alter, was träumst du, Max? Alter, jetzt kommt so ein Labyrinth, ne? Oh Gott, da bin ich nie schlecht drin. Found you snoring next to Lupino's corpse. A comedian, huh? The pictures were filled with good old times. Alter, was ist das denn? Wow.
Oh, der, oh ja. Geil. Captain Baseball Bat Boy ist mein Favorite. Das wird ein Spaß. I really love to watch cartoons. Captain Baseball Bat Boy is my favorite. Alter, es wird lustig. Oh Gott, das wird ein richtiger Spaß, Alter. Oh Gott, Alter. Wir bleiben bestimmt auf unserem Strang. Einfach, würde ich sagen. Und speichern vielleicht nochmal zwischendurch. Bevor wir sterben. Alter, das ist toll. Juhu, oh Gott, das rutscht schon ab. Was hast du für Träume, Matt? Ich meine, okay, du hast eine Familie verloren, dann musst du... Nein. Oh, ich muss die Spur wechseln. Och nee, oder? Ich kann's dicht. Oh, komm, muss ich zurück? Das wird so in die Hosen gehen. Oh Gott, das wird so in die Hosen gehen. Das weiß ich jetzt schon, Alter. Warum? Wünsch mir Glück. Oh Gott. Pff, Alter, ich... Okay, ich kann springen wie ein sonst was. Okay. Nimm mal die Spur hier. Das helfen wir nochmal, weil wir haben es geschafft, diesen Sprung. Das ist schon für mich Meilenstein des Tages. Ja, okay. Fliege ich vielleicht nochmal runter. Ich wollte mal runterfallen. Da dachte ich schon so, ja komm, einmal kann man nochmal runterfallen. Der Feier des Tages natürlich. Alter, was soll denn das? Alter, merkst du, bist doch gestört. Aber ich meine, bin ich ganz intelligent. Soll ich sterben? Speichere ich. Nee, weil ich muss hier lang. Ja. Yeah. Ah, Alter, dafür kriegt die Mona. Alter, die kriegt die Mona, ne? Die kriegt er so aufs Maul. Alter! Wer denkt sich denn sowas aus und denkt denn, dass es Spaß macht? Alter, lange Studie haben wir herausgefunden, dass sowas Spaß machen würde. Ganz ehrlich, bei so einem Albtraum würde ich auch gestört sein. Alter, ich hasse das, ne, mit dem Hören, ey. Ah, zum Beispiel eingedockt, ups, oder? Kann nicht schaden. Bei mir, also recht nicht. Nein, das geht nicht schade, ne? Das heißt, ich muss jetzt hier zurück. Ein Riesensprung für Daddy. Juhu, komm, wir machen ein bisschen Risiko hier. Ah, geschafft, geil. No, please God, no. Ah, auf jeden Fall eins mein Lieblingskapitel. Sehe ich jetzt schon.
Das macht richtig Spaß. Zum Glück auch nicht irgendwie komisch designt oder so, gar nicht. Slice them, dice them, shoot them full of holes, blow them to bits, vaporize them, disintegrate them. No matter what you do, they'll still be back, good as new. Hey, wurden wir gefangen genommen oder ist es jetzt nur good? Michelle's diary lay on the table. Max, no, please, Max. Why? I didn't mean to. I'm sorry. Murderer! You killed her! Nothing like that ever happens in the real world.